herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich habe gerade schon überlegt, wo ich denn eigentlich hin wollte mit dem Anhänger und was ich da wollte. Ich weiß es nämlich absolut nicht mehr. Ich glaube, ich wollte zum Kuhhof. Kann er nicht, es muss eigentlich der einzigste. Ah nein, warte, ich wollte zum Neumann. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise bin ich gerade am Überlegen, ob ich gerade irgendwas verpeile. Und nicht Franz letztes Mal hier auf dem Weg war. Und ich eigentlich wo ganz anders war. Das passiert, wenn man nicht nachguckt. Vor der Folge. Ich bin nämlich der Meinung, das war eigentlich der Franz, der auf dem Weg war zum Neumann. Aber dann mache ich das einfach mal. Haben wir auch einen kleinen Sprung gemacht. Mal gucken, ob der da ist. Natürlich nicht den. Das Telefon schon wieder kaputt, so ein Mist. Ja. Bäcker, la selber. Ah. Warte, Moment. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Neumi, wo bist denn du? Auf dem Weg zum Hof. Ah, das ist gut. Ich bin schon mal da. Ich warte mal kurz einen Moment. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, dann kann ich dem nämlich mal schön hier was vom Pferd erzählen. Wegen dem Anhänger. Weil der hat ja gar keine Bordwände drauf. Da soll ich ja nochmal extra 35.000 Euro zahlen. Damit der hier Bordwände kriegt. Das finde ich eine Unverschämtheit. Aber dann könnte ich zwischenzeitlich mal. Ach nee, da ist. Ein Haufen Equipment hat er da stehen. Ich kann mal auch gerade ins Tablet gucken, was unsere Produktionen sagen. Karton. Oh, Karton braucht Wasser, ey. Holzkohle. Auch Hackschnitzel, war ja klar. Hat er noch Holzkohle? Was haben wir denn noch? Paletten? Oh, Paletten haben wir noch genügend. Sägewerk. Da bräuchte man mal wieder Holz. Gut. Wer ist noch am Telefon? Bogger! Ja! Du! Jo! Was hast du mir da für einen Scheiß verkauft? Was für ein Scheiß denn jetzt? Hier, der Anhänger. Du hast gesagt, da waren Bordwände dabei, die sind gar nicht dabei. Bordwände? Ja. Na klar sind noch welche dabei. Nein. Und nicht mitgeliefert? Nein, soll ich extra nochmal 35.000 zahlen? Dann ist wirklich ein Missgeschick passiert. Ein Missgeschick? Ich nenne es Abzocke. Kostet der Anhänger weniger, oder? Hm? Kostet der Anhänger weniger. Oder, ja, aber 35.000 ist eine Hausnummer, hey. Boah. Dachte, ich sehe nicht recht. Das schaue ich mir gleich mal an. Jo. Ansonsten hast du eine Ahnung,
Wo Jürgen ist? Nee, also heute ist er, ich glaube, der ist diese Woche nicht da. Mist. Jetzt wollte ich alles fix machen wegen der Metzgerei. Aber dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, die Kohle zu besorgen. Doch auch gut. Ja, hoffentlich. So. Ja. Okay. Was machst du mit dem Anhänger? Guckst du mal durch und oder wie machen wir das? Oder musst du da eine Reklamation machen? Ich weiß nicht. Hast du viel zu tun? Ich muss Geld verdienen. Ja, dann lässt du den Anhänger hier. Ja. Ich kümmere mich um alles. Und dann kriegst du entweder, behältst du den und die Bordwände werden dazu geschickt. Oder du kriegst einen nagelneuen. Ja, ich brauche den aber flexibel, ne? Also ich brauche ihn auch manchmal als Ballenanhänger. Ja, das kann man ja dann Oder... abbauen. Bei denen könnte man das ja auch einfach abbauen. Ey, das habe ich auch gedacht, dass man die einfach dran bauen kann. Warte mal, oder lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken. Weil ich brauche den ja eventuell nur als Ballenanhänger. Du hattest mir Nur als. nämlich... Oh Gott, ne. Ja, es gibt so ein. Ne, ne, ich habe gerade im Katalog geschaut, der ist mir zu teuer. 70.000, ey, da. Puh. Werde ich ja ahnen. Ich muss jetzt, glaube ich, sowieso. Aber wie viel Uhr haben wir denn? 8 Uhr. Ja, bist du sicher? Ah ja. Okay, muss jetzt sowieso mal gucken, dass ich noch... Ich glaube, 70.000 soll dir den Metzger kosten. Dass ich da noch ein bisschen Geld verdiene. Okay. Ja. Dann danke ich dir recht schön. Soll ich ihn gerade hier stehen lassen? Ja, lass ihn hier stehen, warte, ich komme mal kurz ab. Jo, danke dir. Jo. Tschüss. Tschüss. Jo, gut. Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Und dann schauen wir mal, was hier geht. Ah, warte mal. Pflanzenschutz war, glaube ich, ein Auftrag, oder? Ich werde nochmal gucken. Ich meine, dass ich den Pflanzenschutzauftrag raus hatte. Jo. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, ich bin's nochmal. Du ist einer von deinen Leuten unterwegs wegen Pflanzenschutz auf meinen Feldern? Nee, warum? Ich dachte, da hätte ich schon einen Auftrag rausgehauen. Nö, bleib mir neu. Alle drei. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Hast du Personal? Passt das? Ja, ich hab ein Personal. Okay. Gut, dann. Danke. Jo, check ich Tschüss. vorbei. Tschüss. Danke. Gut. Weil sonst bringt uns die Ernte wenig. Dann fahre ich, glaube ich, zuerst mal beim Sägewerk vorbei. Hau dann ein paar Hackschnitzel rein in die Holzkohle. Und dann gucken wir mal, was diese Woche noch so anfällt. Vielleicht kann ich ja mit dem Herrn Müller reden, wegen den Schäfchen. Also, nee, das bringt mir ja noch nichts. Das bringt mir noch nichts.
könnte aber auch gucken, ob ich ein bisschen Stroh und Gras, was ich im Silo habe, ob ich das verkaufen kann. Bringt mir zwar jetzt nicht so viel Geld, aber wenigstens ein bisschen was. Ein paar tausend. Könnte man die Woche auch machen. Beziehungsweise Stroh eher weniger, sondern wenn dann hauptsächlich Gras. Weil Stroh könnte ich ja benutzen. Ach, wobei, da habe ich auch noch Strohballen. Also ne, eigentlich kann ich sogar Stroh verkaufen. Ballen habe ich ja noch am Sägewerk für Brennstoff. Dann könnten wir das machen. Also, es ist das zweite Mal, glaube ich, dass die Kamera umspringt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben ein paar neue Mods drauf, auch bezüglich Kamera. Vielleicht liegt es daran, dass sich das dann ab und zu zentriert. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben dieses, den neuen Kameramod mit drauf, dass man hier rausguckt sozusagen. Aber nur nach links, nicht nach rechts. Auch interessant. Aber nach rechts drehen wir und... Guck, jetzt ist schon wieder zurückgesprungen. Keine Ahnung, woran das liegt. Sechs Paletten stehen da drauf. Das ist natürlich auch ungeschickt. War da gerade ein Sound zu hören? Haben die da Sounds eingebaut? So nicht. So, nächste Woche werde ich wahrscheinlich wieder auch ein Waldstück pachten müssen. Das ist immer so klasse hier. Vor Ewigkeiten haben sie angekündigt, dass sie hier ein neues Gebäude hinbauen wollen, aber irgendwie kommt es nicht. So, jetzt aber. Ich dachte eigentlich, dass der hier voll gemacht hatte. Sieht aber irgendwie nicht so aus. 15.000 Liter. Muss ich irgendwo mal gucken, dass ich noch einen Parkschnitzel herkriege.
So. Ich geh mal gerade gucken. Ich glaube, ich hatte ja auch einen Telelader hier. Irgendwo. Oh, da sind sogar noch Bäume. Wo habe ich denn den? Ach, der Telelader steht ja beim... Oh, der steht bei Jürgen. Das ist ja ungeschickt. Was haben wir hier noch drin? Oh, links leer. Ein LKW haben wir auch nicht. Haben wir da einen Drehschemel dran? Ja. Oh, meine Gott. Hier wollen sie übrigens eine neue Lagerhalle hinbauen. Irgendwie hier in den Wald rein. Wenigstens hier läuft es noch. 73.000 Liter drin, aber auch leer gelaufen. Ah. Ja, ich weiß nicht. Da müssen wir Franz noch ein bisschen besser schulen. Aber, nun ja. Ich bedanke mich bei euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.